Nach der Stichwahl in Bayern gibt es in zwei Großstädten einen Machtwechsel, in Nürnberg und Ingolstadt. Zum ersten Mal in Deutschland konnten die Bürger sich wegen der Corona-Krise nur per Briefwahl an der Abstimmung beteiligen. In der SPD-Hochburg Nürnberg kommt mit Markus König erstmals seit 18 Jahren wieder ein CSU-Politiker an die Macht. In Ingolstadt konnte sich dagegen mit Christian Scharpf die SPD durchsetzen. In München bleibt mit Dieter Reiter alles beim Alten. Der SPD-Mann gewann mit großem Vorsprung.